Mal fort. Ich rufe den Tagesordnungspunkt 33 auf. Und da es mein eigener ist, würde ich mir auch erlauben, ihn kurz einzubringen. Ich mache es jetzt mal in guten Piratenmanier, sehr geehrte Damen und Herren am Livestream. Verehrte Stadträtinnen und Stadträte, verehrte Gäste, gestatten Sie mir einige Sätze zu dem vorliegenden Antrag. Nach der Beschlussfassung zum Haushalt in der vergangenen Stadtratssitzung kamen einzelne Stadträte aus fast allen Fraktionen auf mich zu und baten um eine gemeinsame Lösung für verschiedene Probleme. Bei einigen war es die Kürzung der Philharmonie, bei anderen die Musikfestspiele. Einige wollten Skiweltcup eingeordnet wissen, andere den Tourismus. Diesem Wunsch bin ich mit dieser Vorlage nachgekommen, nicht zuletzt, weil ja einige Punkte enthalten sind, die schon in der Haushaltsdebatte mit meinem Änderungsantrag gelöst haben wollte. Alle Bürgermeister haben sich bereit erklärt, in ihren Budgets nach Deckungsmöglichkeiten zu suchen und sind auch fündig geworden. Ich denke, dass schon diese Form der Solidarität zeigt, dass die Themen in dem Antrag von allen als wichtig erachtet werden. Ich freue mich, dass Philharmonie, Musikfestspiele und die Vergabe touristischer Dienstleistungen anscheinend mehrheitsfähig sind. Ich verstehe allerdings nicht ganz, warum bei den anderen beiden Punkten nun versucht wird, ein Exempel zu statuieren. Gestatten Sie mir deshalb noch einige Punkte aus meiner Sicht. Beginnen wir mit dem Thema Skiweltcup. Dieser Punkt war nicht Teil des Verwaltungsentwurfs, sondern ein Anliegen aus dem Rat heraus. Ich stehe diesem Event aber grundsätzlich positiv gegenüber. Ich werbe auch darum, dass wir 300.000 Euro heute dafür reservieren sollten. Wir beschließen damit weder die Durchführung der Veranstaltung, noch beurteilen wir die Machbarkeit. Mit dem heutigen Beschluss wäre ausschließlich das Signal gesetzt, dass der Veranstalter sich beim Weltverband bewerben könnte. Und noch wichtiger, gibt der Rat das Signal über die 300.000 Euro, wird der Freistaat ebenfalls Geld in ähnlicher Höhe bereitstellen. Zumindest lautet so meine Information aus dem Fachbereich Sport. Ein Konzept, wie von Ihnen gefordert, muss so oder so noch beschlossen werden, und dies beinhaltet auch die kritische Frage der Machbarkeit am Elbufer. Wenn umweltschutzrechtliche Hürden eine Durchführung unmöglich machen, dann bin ich mir sicher, finden wir hier im Rat eine andere Möglichkeit, das Geld auszugeben. Meine Damen und Herren, ich bin übrigens für diesen Weltcup, weil er Bilder von unserer Stadt produziert, die wichtige Märkte erreichen, wie Österreich, die Schweiz, Skandinavien und Russland. Und damit sind wir auch schon bei den 500.000 Euro, die Sie im Haushaltsbegleitbeschluss bei der DMG eingefroren haben. Und hier bitte ich Sie eindringlich um ein Umdenken. Seit 2 Jahren gehen die Übernachtungszahlen in Dresden zurück. Die Gründe dafür mögen vielschichtig sein. Aber wir sollten diese Alarmsignale ernst nehmen. 2015 haben wir 3% eingebüßt, dieses Jahr werden es wahrscheinlich wieder 3% minus sein. Und wenn ich sage, dass wir im Bereich Stadtmarketing und Werbung investieren müssen, dann geht es mir nicht um die Gewinne irgendwelcher Hotelketten. Im Jahr 2008 waren rund 43.000 Menschen in Dresden im Bereich Handel, Gastronomie, Verkehr und Tourismus sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute sind wir bei knapp 50.000 Menschen, die ganz oder teilweise von den Besuchern unserer Stadt abhängig sind. Und das sind keine Großverdiener und immerhin ein Fünftel aller Beschäftigten in unserer Stadt. Wenn ich für Marketinggelder werbe, dann, weil es mir um die vielen Männer und Frauen geht, die im Facharbeiterbereich tätig sind, Menschen,
die in unserer Region eine Chance verdienen, im Tourismus ihr Einkommen zu erhalten. Im Grunde sind dies die gleichen Familien, für die Ratsmehrheit eine Wupper gründet und die Sonntagsöffnungen stark reglementiert. Es sind Menschen, deren Gehalt davon abhängt, dass jeder Besucher der Stadt am Tag rund 100 Euro ausgibt. Wenn die DMG nun erst ein Konzept erstellen soll, im Übrigen, der Wirtschaftsplan und die Schwerpunktsetzung für 2017 wurden im Aufsichtsrat mit voller Zustimmung von allen bestätigt, dann bedeutet dies einen erheblichen zeitlichen Leerlauf im Stadtmarketing 2017. Ich halte es gerade wegen der aktuellen Situation in Dresden für wichtig, dass wir über Ziel und Wege des Stadtmarketings diskutieren. Und Frau Klepsch hat von mir den Auftrag bekommen, dieses Thema strategisch anzugehen. Aber wir erreichen dieses Ziel nicht, indem wir eine städtische Tochter ausbremsen. Geben Sie der DMG den unmissverständlichen Auftrag, die Konzepte für 2018 zu überarbeiten. Kein Problem. Aber bitte lassen Sie uns 2017 ohne stotternden Motor beginnen. Vielen Dank. So, da steigen wir ein in die Diskussion. Wir haben einen Ersetzungsantrag interfraktionell, und Ersetzung ist immer so weitreichend, dass wir ihn uns doch ihn vorstellen lassen sollten. Wer übernimmt das? Das halte ich schon bemerkenswert, dass man einen Ersetzungsantrag nicht einmal mehr vorstellt. Dann steigen wir ein, wenn das nicht notwendig ist, und machen in die Fraktionsrunde einsteigen. Und heute beginnt in der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen. Das übernimmt der Herr Löser. Bitte schön. Sehr geehrte Kollegen, bin ich zu verstehen? Ist hier an? Jetzt, ja. Gut. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, lieber Livestream, Herr Oberbürgermeister, Sie bringen hier aus meiner Sicht eine Schärfe rein, die unnötig ist in dieser Debatte, und ich bedauere das umso mehr, weil ich in meiner Rede eigentlich vorgesehen habe, auch zu schildern, wie konstruktiv hier die Ratsmehrheit mit Ihnen ins Gespräch gekommen ist und am Ende auch eine konstruktive Lösung für dieses Problem vorschlägt. Sie sprechen hier von Exempel statuieren, und ich möchte das schon in gewisser Weise zurückweisen. Diese Kritik läuft aus meiner Sicht ins Leere, denn wir haben zu allen Punkten sehr sachlich begründete Vorschläge gemacht. Und uns gleichzeitig vorzuwerfen, wir würden Probleme verursachen und dann die Lösung des Problems zu kritisieren, ist in sich nicht besonders logisch. Wir lösen mit diesem Vorschlag Probleme, welche angezeigt wurden, das haben Sie ja bereits angedeutet. Wir lösen sie für die Philharmonie. Wir lösen auch das Problem Musikfestspiele, was, sage ich mal so, aus unserer Sicht eher durch die Verwaltung selbst verursacht wurde. Wir lösen aber auch die Probleme Mehraufwendung touristische Dienstleistungen. Und zum Ski-Event so viel. Wir sagen, dass der Stadtrat zur Kenntnis nimmt, dass es diese Bestrebung gibt, diesen Ski-Weltcup zu uns zu holen. Wir sagen aber auch, das erste Mal, dass wir davon hören, ist jetzt im Rahmen dieser Haushaltsdebatte, wo ich mich schon frage, wie die sinnfällige Verknüpfung zu leisten ist. Und wir haben aus vielen Fraktionen vernommen, dass das Anliegen, welches hier formuliert wird, eigentlich so mit noch niemandem vorbesprochen war. Wir sprechen uns ja hier auch nicht dagegen aus, sondern wir sagen klar, und für uns als Grüne ist das natürlich sowieso wichtig, dass wir erst uns mit diesem Thema beschäftigen können, wissen müssen, wie die Umweltauswirkungen hier natürlich sind. Die Grünen, meine Damen und Herren, haben relativ früh angekündigt, mit dem Oberbürgermeister, mit der Intendanz der Philharmonie und mit dem Orchestervorstand zu sprechen. Und genau das haben wir auch getan in sehr konstruktiven Gesprächen. Und jetzt kommt's, Herr Oberbürgermeister Hilbert. Wir sind eigentlich sehr froh gewesen, dass wir die gefundene Lösung für die Philharmonie, die wir ja besprochen haben mit Frau Roth und auch mit dem Orchestervorstand, der zugestimmt hat, mit Ihnen dann gemeinsam auch in diesen Antrag eingebracht haben. An dieser Stelle will ich auch nochmal den Bürgermeistern danken, die aus ihren Geschäftsbereichen
Mittel zur Verfügung stellen. Auch das ist, glaube ich, nicht unbedingt selbstverständlich. Wir als Grüne jedenfalls haben unsere Bürgermeister gebeten, dieser Bitte sehr konstruktiv gegenüberzustehen. Ich will an dieser Stelle aber auch noch kritisieren, dass wir es als nicht gut empfinden, dass Angestellte der Stadt öffentlich sich äußern zum Haushaltsbeschluss, von Kulturtalibanen sprechen. Und ich bitte auch darum, wenn das wirklich der Fall gewesen ist, dass im Namen der Stadt dieses Wort gefallen ist, dass Sie, Herr Oberbürgermeister, das überprüfen und gegebenenfalls rügen. Und ich kritisiere auch, dass in der Öffentlichkeit von Angestellten der Stadt der Eindruck erweckt wurde, der Kulturpalast würde nicht öffnen. All das ist nicht zutreffend. Der Kulturpalast wird eröffnet werden. Die Philharmonie wird einen wunderbaren Saal bekommen. Es gibt einen Beschluss zu einem Betreiberkonzept für dieses Gebäude. Und wir haben ein wunderbares Orchester, welches weltweit Achtung findet. Und insofern gestatten Sie mir die persönliche Bitte an den Dirigenten der Philharmonie, noch einmal zu überlegen, ob er bei seiner getroffenen Entscheidung bleibt. Denn rein sachlich ist der Grund für seine Ankündigung, den Vertrag nicht zu verlängern, nicht mehr gegeben. Ich will noch dazu sagen, und das ist mein abschließender Satz, wir als Haushaltsmehrheit RGR sehen uns durchaus verpflichtet der Hochkultur in dieser Stadt. Und wir sehen uns aber auch in gleichem Maße verpflichtet, der freien Szene in dieser Stadt Möglichkeiten zu geben, dass sie ihr kulturelles Verständnis uns sozusagen als Stadt auch geben können. Und das haushalterisch umzusetzen, meine Damen und Herren, entspricht auch unserem politischen Selbstverständnis. Insofern glauben wir, dass wir mit diesem Ersetzungsantrag hier eigentlich einen guten Weg gefunden haben, der die Bestrebung aus dem Rat, die Bestrebung des OBs aufnimmt und die Probleme tatsächlich einer Lösung zuführt. Vielen Dank. Als nächster Redner für die SPD-Fraktion, Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann für meine Fraktion erklären, dass wir den angezeigten Problemen, die im Nachgang zur Beratung zum Haushalt offenkundig geworden sind, konstruktiv gegenübergetreten sind. Und deswegen haben wir heute gemeinsam mit den Fraktionen Bündnis 90 Grüne und Linke einen Ersetzungsantrag vorgelegt, der den Vorschlag, den uns der Oberbürgermeister macht, modifiziert. Aber ich möchte noch mal darauf zurückkommen, was eigentlich der Gegenstand dieser Vorlage ist. Wir haben erlebt, ein ganz normales Haushaltsberatungsverfahren, das intern in der Verwaltung über Monate zu einem Vorschlag geführt hat, den der Oberbürgermeister im September vorgestellt hat. In diesem Vorschlag war von den jetzt angezeigten Problemen nichts zu lesen, hören oder sehen. Danach hat der Stadtrat dreimal getagt im Finanzausschuss. Auch in diesen drei Sitzungen sind diese Probleme nicht thematisiert worden. Es gab eine abschließende Sitzung des Finanzausschusses am 24.11., am Tag der Stadtratssitzung. Auch in dieser Sitzung ist weder der Oberbürgermeister noch die zuständige Bürgermeisterin aufgetreten und hat diese Themen angesprochen oder thematisiert. Nachdem bereits die Stadtratssitzung begonnen hatte, mitten in der Sitzung, ist dann allen Stadträten ein Antrag des Oberbürgermeisters auf den Tisch gelegt worden, der Dinge thematisiert, die ein Problem darstellen. Was dann in der Folge passiert ist, ist aus meiner Sicht ein unbeschreiblicher Vorgang. Man hat Dinge, die der Stadtrat dann eben nicht beschlossen hat, genutzt, um eine Kampagne loszutreten von einem Dirigenten, der überhaupt nicht an diesem Tag in Dresden war, der gar nicht gewusst hat, was der Stadtrat tatsächlich beschlossen hat. Und man hat im Nachgang auch Dinge in die Öffentlichkeit gesetzt und medial durch ganz Deutschland getragen, die einfach falsch und überhaupt nicht zutreffend sind. Man hat behauptet, hier würde die Hochkultur in Frage gestellt. Hier würde ein Investitionsvorhaben von 100 Millionen Euro in Frage stehen. Man hat behauptet, wir würden
die Axt an eine Institution der Dresdner Hochkultur, die Philharmonie legen. All das sind ganz klare Falschbehauptungen. Was haben wir tatsächlich getan? Wir haben, nachdem diese Stadt sich entschlossen hat, 100 Millionen in zwei Kulturprojekte zu investieren, gleichzeitig eine massive Erhöhung der Budgets dieser betroffenen Kultureinrichtungen vorgenommen mit diesem Haushalt, und zwar um mehrere Millionen Euro. Und dann hat dieser Stadtrat das Recht, das er hat, der Budgethoheit ausgeübt und hat einen Betrag von 250.000 Euro aus einer vorgesehenen Erhöhung von mehreren Millionen herausgenommen, weil gleichzeitig, und das ist überhaupt nie Thema in den Medien gewesen, eine massive Kürzung gedroht hat im Bereich der freien Kultur. Und genau das war der Anlass, warum wir gesagt haben, diese Kürzung nehmen wir nicht hin. Wir wollen diese Kürzung nicht bei den Kultureinrichtungen. Insofern ist das, was wir heute tun, die Reparatur von Dingen, die wir nicht verantworten und die uns auch nicht angezeigt worden sind. Wir haben viele Dinge in den Monaten der Haushaltsberatung geklärt. Aber wenn wir über Probleme nicht informiert werden, können wir sie auch nicht lösen. Uns im Nachgang dafür verantwortlich zu machen, ist unfair. Zu den Dingen, die jetzt noch von uns heute beauftragt werden, möchte ich sagen, das Thema Skiweltcup ist vorgestellt worden von zwei Journalisten, den sportpolitischen Sprechern aller Fraktionen. Das ist eine interessante Idee. Aber ich glaube, das, was wir heute vorschlagen, ist der richtige Weg. Dass nämlich die Verwaltung, wenn sie auch der Meinung ist, dass das eine interessante Idee ist, den ganz normalen Weg geht und dem Stadtrat eine Beschlussvorlage auf den Tisch legt, in der alle konkreten Folgen und Auswirkungen dieses Vorhabens geklärt werden. Und dann kann der Stadtrat darüber ganz normal entscheiden. Das Zweite ist die DMG. Ich habe mit Interesse zugehört, Herr Oberbürgermeister, dass Sie der Meinung sind, 2018 könne dann die DMG ein Konzept erstellen. Ich gehe davon aus, es gibt also kein Konzept, nachdem die DMG arbeitet. Ich glaube, dass es unser gutes Recht ist, zu fordern, dass wir wissen wollen, wie das Geld, was wir vom Steuerzahler treuhänderisch bekommen, ausgegeben wird, auch und gerade im Bereich Tourismus. Und nichts anderes fordern wir hier, als dass das, was der Stadtrat bereits am 24. November beschlossen hat, umgesetzt wird. Das sind 3 Wochen ins Land gegangen. Da hätte man in der Zwischenzeit bereits dieses Konzept aufschreiben, wenn es denn das gibt. Dann hätte man es doch einfach nur vorlegen müssen. Dann hätten wir heute sozusagen eine Beschlussgrundlage. Ich glaube, dass es genügend Zeit gibt bis zum Januar. Dann kann man dieses Konzept vorlegen und dann kann aus unserer Sicht auch können die Mittel freigegeben werden. Es kann ja nicht so schwer sein, wenn die notwendigen Vorarbeiten vorliegen. Insofern bitte ich einfach, diesem Ersetzungsantrag heute zuzustimmen, weil er vernünftig ist, weil er diese Probleme, die aufgetreten sind, die wir nicht verursacht haben, löst und weil wir damit auch, glaube ich, einen vernünftigen Ausweg aus dieser Misere jetzt gemeinsam finden können. Danke sehr. Normalerweise mache ich in der Sitzungsleitung eines nicht kommentieren, aber man kann Unsinn nicht im Raum stehen lassen. Und falsch, leider. Sehr wohl haben Sie mit dem Haushaltsänderungsantrag von einer Kürzung von 250.000 Euro bei der Philharmonie verursacht, was danach passiert ist. Natürlich, selbstverständlich. Im Haushaltsplanentwurf der Stadtverwaltung war das enthalten gewesen. Sie haben einen Änderungsantrag gebracht und damit ist es gekürzt worden. Und der Vorschlag, dass ich dann im Rat kommen musste, liegt in dem kurz vor dem Stadtrat stattfindenden Ausschuss, wo die Kürzung vollzogen worden ist und nichts anderes. Und da soll man auch bitte bei der Ehrlichkeit bleiben. Und bei wer die Vorlage gelesen hat, da hängt genau nämlich das dran von der Dresden Marketinggesellschaft, wie die entsprechenden Mittel eingesetzt werden sollen. Von der Seite her können wir darüber gerne dann spannend weiter diskutieren. Wir kommen jetzt zur nächsten Fraktion und das ist FDP Freie Bürgerfraktion, Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, liebe Freunde von Rot-Rot-Grün, was mich wirklich verwundert ist, Sie regieren hier durch wie die Grafen Koks, tragen die Nase hoch im Himmel
Und wenn dann mal ein bisschen Kritik kommt oder ein bisschen ja, man nicht so ganz einverstanden ist mit dem, was sie machen, sind sie immer gleich beleidigt und außerordentlich dünnhäutig, meine Damen und Herren. Männer, Brust raus. Sie verzapfen diesen ganzen Unsinn, dann stehen Sie wenigstens auch dazu. Mensch. Jedes Mal dasselbe Spiel, diese weinerlichen Zwischenrufe. Ich kann sie nicht ertragen. Sie wissen doch genau, was Sie tun. Sie haben eine Mehrheit geschmiedet. Glückwunsch, sie hält. Ich wäre zu unseren Zeiten schon lange zurück froh gewesen, wenn wir solche Mehrheiten hätten schmieden können. Wir hätten, anders als Sie, was Vernünftiges draus gemacht. Na? Aber um Gottes Willen, Sie tun das nun mal so, wie es ist. Und dann müssen Sie auch ertragen, dass das nicht jedem gefällt. Sie müssen wissen, dass Sie hier nicht mehr Opposition sind. Sie müssen Ihre Reden ändern, und zwar ganz dringend. Sonst ist das vielleicht schneller zu Ende, als Sie denken. Die halbe Legislatur schon fast vorbei. Meine Damen und Herren, dieser Haushalt ist zumindest für Sie von Rot-Rot-Grün kein Meisterstück, sondern ein Stückwerk. Sie haben aus meiner Sicht aus einem relativ sehr runden Verwaltungsentwurf eine ziemlich holprige Kiste gemacht, weil Sie ganz, ganz viele Ecken und Kanten reingebracht haben. Die hätten so nicht sein müssen. Ich habe ja den festen Eindruck gehabt damals in der legendären Haushaltssitzung, dieser Sondersitzung vor der Stadtratssitzung, genau eine Stunde, bevor wir hier darüber gesprochen haben, haben Sie uns dann ja erst Ihr Machwerk vorgelegt, dass außer Herrn Kiesling niemand sonst von Rot-Rot-Grün im Raum verstanden hat, was Herr Kiesling vorgetragen hat. Ich habe das schon beim letzten Mal gesagt. Das, was danach passiert ist, gibt mir ja recht, weil Sie alle erschrocken sind und überall gesagt haben, oh, das wussten wir ja gar nicht, diese Kürzung mit der Philharmonie, Musikfestspiele, oh, das haben wir ja so nicht gewollt. Sie hätten es anders machen müssen. Es war ja damals unser Vorschlag gewesen, es wäre auch gute Sitte für diesen Rat gewesen, wir hätten es gar nicht abgebrochen, wir hätten nämlich heute die Diskussion gehabt, genau heute. Was wäre daran verkehrt gewesen? Hätten Sie uns doch die Zeit gegeben, hätten Sie uns allen die Möglichkeit gegeben, uns intensiv mit diesen Sachen, mit den Ideen, die Sie haben, auseinanderzusetzen, dann hätten wir auch die Zeit gehabt, einen vernünftigen Entwurf daraus zu machen. Das haben Sie nicht zugelassen. Das ist halt dieses Stück dieser neuen Kultur, für die Sie hier verantwortlich sind. Damit müssen Sie am Ende umgehen, dass Sie die Kulturhauptstadtbewerbung unserer Stadt Dresden zumindest für einen Moment völlig lächerlich gemacht haben, wissen Sie selbst. Das wird heute geheilt. Ich bin dem Oberbürgermeister ausgesprochen dankbar, dass er versucht hat, noch das Beste draus zu machen und diesen Vorschlag vorlegt, weil der Flurschaden hätte noch größer sein können. Aber wie gesagt, das hätten wir uns alle sparen können, meine Damen und Herren. Ich bin dem Oberbürgermeister dankbar, dass er im Kulturbereich wieder für klare Linie sorgt. Ich bin ihm auch dankbar, dass er nochmal ein Plädoyer für die Tourismuswirtschaft in Dresden gehalten hat. Das ist einer der wichtigsten Arbeitgeber in dieser Stadt. Man kann es nicht oft genug betonen. Vielleicht sollten wir so langsam alle verstanden haben, dass nachdem hier die Lasten für die Tourismuswirtschaft in den letzten Jahren erhöht worden sind, nachdem wir die verkaufsoffenen Sonntage weggenommen haben, nachdem wir die Bettensteuer eingeführt haben, jetzt ist vielleicht auch an der Zeit ist, langsam mal was wieder für diesen wichtigen Wirtschaftszweig zu tun. Und deswegen bitte ich sehr, dass Sie tatsächlich auch dem Originalantrag vom Oberbürgermeister Dirk Hilbert zustimmen. Dresden hat es dringend nötig, was für sein Image zu machen. Wir haben gar keine Zeit, das noch weiter zuzureden. Wie es dazu gekommen ist, wissen wir alle. Können wir weiter sprechen. Wir müssen endlich was tun. Deswegen bitte ich Sie, das nicht wieder in die Warteschleife zu schicken und neue Konzepte entwickeln zu lassen, die dann möglichst dann erst in einem Jahr besprochen werden, sondern heute zu entscheiden. Dasselbe betrifft auch den Skicup. Das ist eine großartige Chance. Das ist eine großartige Chance, die wir damit haben. Auch dafür möchte ich doch darum bitten, dass wir in Dresden heute den Weg dafür freimachen, weiter darüber zu diskutieren. Und deswegen stimmen Sie bitte der Originalvorlage des Oberbürgermeisters zu. Dankeschön. Als nächstes AfD-Fraktion, wird das Wort gewünscht? Doch. Vorsitzende sagt nein, dann kommt doch Herr Gielke doch. Na dann, bitteschön.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, sehr geehrte Damen und Herren. Wir haben hier viele verschiedene Aspekte, die in dieser Vorlage drin steht. Die ist auch sehr komplex und Ihr Ersetzungsantrag ist das auch. Ich möchte mal eine Sache rausgreifen. In der Originalvorlage steht drin, der Stadtrat bekennt sich zu den Bestrebungen, den Skiweltcup ab 2018 in die Landeshauptstadt zu holen. Was sagt das aus? Es sagt aus, dass die Stadt sich darum bemüht oder dieser Sache sich bekennt. Das sagt nicht aus, dass es stattfinden wird. Es sagt nicht aus, dass Geld fließt. Es sagt nur erstmal aus, dass man sich darum bemüht. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele Städte, wie viele Regionen bemühen sich um sportliche Events. Und das ist kein kleiner Event, das ist was richtig Großes. Da wird viel Aufwand betrieben und das kriegt ja die Stadt mehr oder weniger fast geschenkt. Warum soll das jetzt so nach hinten kommen? Sie beachten das ja auch noch in Ihrem Ersetzungsantrag, allerdings sehr stiefmütterlich. Und in einer Stadt, in der Geld benötigt wird, in einer Stadt, in der permanent Geld benötigt wird, um auch viele andere Projekte, auch wichtige Projekte zu machen, dann muss man auch mal dafür sorgen, dass Einnahmen kommen, weil man kann nicht immer nur ausgeben, sondern man muss auch mal dafür sorgen, dass was reinkommt. Und das ist unter Umständen eine Chance, wenn man denn es denn will. Und ich habe aber ein bisschen das Gefühl, wenn ich Ihren Ersetzungsantrag sehe, dass Sie das eigentlich gar nicht wollen. Und das ist sehr schade und auch nicht wirklich nachvollziehbar. Und richtig erklärt wurde es bisher von Ihnen noch nicht. Und es wäre schön, wenn das noch kommen könnte. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion. Herr Krüger, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Gäste, dass wir heute noch mal zum letzten Doppelhaushalt, den wir ja bereits beschlossen haben, noch mal sprechen müssen, ist schon schlimm genug. Aber wie ist denn die Genese auch dieses Ersetzungsantrages bzw. dieser Vorlage hier gewesen? Wir haben in der Tat eine Menge Vorlauf gehabt, um den Doppelhaushalt in den Fraktionen zu beraten. Auch von unserer Seite ist ein umfangreiches Gesprächsangebot, auch mit einem zusätzlichen Investitionsvolumen von über 13 Millionen Euro der rot-rot-grünen Gestaltungsmehrheit vorgestellt worden. Wir haben uns diese 13 Millionen wahrlich schwer aus dem Haushalt buchstäblich herausgeschwitzt und waren umso mehr erstaunt, als wir dann tatsächlich in der letzten Fraktionssitzung vor den Ausschüssen von Rot-Rot-Grün ein Paket von über 50 Millionen Euro vorgelegt bekommen haben. Das in der Kürze der Zeit nochmal zu verifizieren, auf Deckung durchzusehen, gegebenenfalls vielleicht auf Fehler oder Ergänzung hinzuweisen, das war einfach nicht möglich. Ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, was in der letzten Debatte zu kurz kommt. Wir sehen nach wie vor in dem Haushaltsansatz, der jetzt von Rot-Rot-Grün beschlossen wurde, gewaltige Risiken, die aus unserer Sicht ungenügend berücksichtigt wurden. Beispielsweise die Absenkung der Hilfen zur Erziehung ab 2017, die Kürzung der KDU-Ansätze ab 2018, auch die Einfacherhöhung der Steuereinnahmenansätze um 6 Millionen halten wir für problematisch. Und auch die Nichtberücksichtigung der sogenannten Echo-Effekte, das heißt also der möglicherweise geringer werdenden Rückflüsse von Drittmitteln, sind aus unserer Sicht hin problematisch. Das Einzige, was wir wieder gesehen haben, was noch an zusätzlichen Einnahmen von Ihnen generiert werden soll, wo Sie wieder den Bürgern in die Tasche greifen, das ist die Erhöhung der Parkgebühren. Das Ganze gipfelt jetzt in diesem Ersetzungsantrag bzw. überhaupt in dieser Vorlage des Oberbürgermeisters, wo auch wir der Meinung sind, dass dem Oberbürgermeister ein dickes Dankeschön zukommt, dass er überhaupt diese wichtigen Themen nochmal angefasst hat, denn die haben in ihren Änderungen überhaupt keine Rolle gespielt. Insofern können wir eben gerade, was die ersten drei Punkte Ihres Ersetzungsantrages eigentlich mitgehen, aber wir sind der Meinung, dass wir den Ausschussbericht von Finanzen und Liegenschaften hier zur Abstimmung bringen sollten und dass wir auch in dem Punkt, da wird unsere sportpolitische Sprecherin noch was dazu sagen, dass wir das Ski-Event auf die Bahn bringen sollten. Insofern lehnen wir den Ersetzungsantrag als solches ab. Wir möchten, dass der Finanzausschussbericht, der sich intensiv mit der Vorlage, der zu begrüßenden Vorlage des Oberbürgermeisters befasst hat, zur Abstimmung bringt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Die Linke, Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, heute vor 3 Wochen fand ja die entscheidende Sitzung des Finanzausschusses zum städtischen Haushalt statt. Wer mit Abwesenheit glänzte, das war der Oberbürgermeister, er hielt es auch nicht etwa für nötig, an der ersten Hälfte der Stadtratssitzung teilzunehmen, wo man ja noch einige Dinge hätte klären können, wo man Probleme hätte lösen können. Stattdessen verzehrte er lieber Weihnachtsstollen auf dem Striezelmarkt. Man muss eben Prioritäten setzen. Dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden waren einige hundert Kalorien im eigenen Bauch wichtiger als einige hundert Millionen Euro im städtischen Haushalt, meine Damen und Herren. Und den aufmerksamen Beobachter dürfte diese Schwerpunktsetzung freilich kaum überrascht haben. Schließlich hatte Herr Hilbert seine allererste Stadtratssitzung als Oberbürgermeister bereits nach kurzer Zeit verlassen, um ein Weinfest zu eröffnen, meine Damen und Herren. Vom Weinfest ist es bekanntlich bis zur Schnapsidee nicht weit. Und da ist der aktuelle Vorschlag unseres Oberbürgermeisters nur folgerichtig. In der Landeshauptstadt Dresden, die bekanntlich auf eine großartige und langjährige Tradition als weltberühmtes Zentrum des Wintersports zurückblicken kann, soll ab 2018 der Ski-Weltcup stattfinden. Das Ganze ohne jedes Finanzkonzept, ohne Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, ohne Umweltuntersuchung. Nichts, niente, nada. Ich finde, meine Damen und Herren, ein derartiges Herangehen, ein derartiger Umgang mit öffentlichen Geldern, das ist nicht nur sorglos, das ist verantwortungslos. Unser Oberbürgermeister hat ja in der Vergangenheit auch mal ein Nanozentrum gegründet, auch ohne jedes Konzept. Was ist das Ergebnis? Ein Schuldenberg in Millionenhöhe und Gebäude, die weniger an Reinraum, sondern vielmehr an Rohbau erinnern. Und das alles zulasten der steuerzahlenden Dresdnerinnen und Dresdner. Meine Damen und Herren, dieses wirtschaftliche Desaster, ein Skiweltcup ohne jedes Konzept, ein fragwürdiges Agieren der Versammlungsbehörde und vieles andere mehr. Das ist die Folge mangelhafter Amtsführung. Striezelmarkt, Weinfest, Papstbesuch und Zirkus statt Akten lesen, Stadtrat leiten und Verwaltung organisieren. Und wenn dann in der Folge dieser Amtsführung etwas nicht klappt, dann wird ein Ablenkungsmanöver inszeniert, der Stadtrat an den Pranger gestellt und standrechtlich für schuldig befunden. Meine Damen und Herren, wir von Rot-Grün-Rot waren es, die dem Oberbürgermeister in den Haushaltsverhandlungen die Hand zur Zusammenarbeit gereicht haben, um gemeinsam mit ihm mehr soziale Gerechtigkeit, eine lebenswerte Umwelt, eine faire Verteilung der Gelder für die Kultur sowie vernünftige Straßen und Radwege zu erreichen. Seine Antwort war der Fehdehandschuh. Unser offenes Angebot wurde mit miesen Tricks und groben Fouls vergolten. Aber ich sage Ihnen eines, Herr Hilbert, wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Mit Rot-Rot-Grün gibt es einen anderen Kurs für Dresden, ob Ihnen das passt oder nicht. Es ist nämlich der Wille der Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner. Und die logische Konsequenz der letzten Kommunalwahl, denn wenn wir alles so machten, wie die CDU, die FDP und Sie das gern möchten, dann wären wir nicht nur völlig blöde, sondern auch völlig überflüssig. Meine Damen und Herren, so funktioniert Demokratie, auch in Dresden. Und das sollten Sie, Herr Hilbert, auch akzeptieren, die Beschlüsse des Stadtrates respektieren und nicht in der Öffentlichkeit mit Ihrer Stadtverwaltung diffamieren. Vielen Dank. In dem Moment ziehe ich Tiefluft, und das sage ich ganz ehrlich, weil ich mich zutiefst ärgere, wenn ich so einen Redebeitrag höre, dass ich überhaupt bereit war, einen Änderungsantrag hier einzubringen, um die Sachen zu reparieren, die mutmaßlich falsch gelaufen sind.
und wo ein dramatischer Flurschaden gerade für unsere Stadt entstanden ist. Und das eigentlich für beschauliche Mittel. Und warum ein ernstes Ringen war, einmal hier oben alle Kollegen mitzunehmen und zum Zweiten auch alle Sie unten mitzunehmen, damit uns ein Entwurf gelingt, aber wo wir das vielleicht nochmal ausmerzen und das auch gemeinschaftlich ausmerzen. Und wenn solche Beleidigungen, und das sind wirklich unterste Kanone Beleidigungen, hier vorgetragen werden. Herr Scholbach, habe ich überhaupt kein Verständnis mehr. Und nie, ich war eine Scheibe vom Stollen reinschieben, sondern ich war auswertend gewesen, weil Sie gerade beschlossen haben, um einen Änderungsantrag in der letzten Sitzung, falls Sie sich daran erinnern können, vorzubereiten, der nämlich genau das gar nicht nötig gemacht hätte, was wir heute zu debattieren haben. Und der hätte nicht zu einer Kündigung des Intendanten der Philharmonie geführt. Und der hätte nicht dazu geführt, dass wir riskieren, auch im Zweifel den Intendanten der Musikfestspiele nicht zu verlängern. Ganz ruhig, Herr Scholbach. Wir haben einen nachhaltigen Image-Schaden für unsere Stadt erneut produziert. Und das hätten wir vermeiden können. Und damit das vermieden werden hätte können, habe ich mich hingesetzt, um einen Änderungsantrag für Sie vorzubereiten, um ihn in diese Sitzung noch einbringen zu können, um das zu retten. Und dann in so einer beleidigenden, herabwürdigenden Art und Weise von Ihnen hier vorgeführt zu werden. Entschuldigung, das ist abscheulich. Und wenn wir... Verstehe gar nicht, wo jetzt gerade Ihre Aufregung ist. Aber ganz kurz noch zu den inhaltlichen Punkten. Meine Damen und Herren, ganz ruhig. Wir wollen das ja heute noch über die Bühne bekommen. In dem Wintersportzentrum Schalke passiert schon seit geraumer Zeit Skicups. Ist bekannt als ein entsprechender Ausflugsort. Und in Sozial- und Jugendprojekten, wo wir mehrere Millionen obendrauf gesetzt haben, haben wir natürlich umfangreiche Konzepte gehabt, um die bereits in der Beschlussfassung zum Haushalt entsprechend mitzuwürdigen. Das nur noch ganz kurz zur Ergänzung. Wir kommen zu weiteren Wortmeldungen. Und da ich jetzt nicht ganz so schnell war, um alle mit aufzunehmen, würde ich noch mal bitten, alle Wortmeldungen mir anzuzeigen. Herr Klien, Sie stehen nicht drauf bei mir. Das tut mir leid, Herr Schmählich. Wir haben die Frau Wagner, wir haben den Herrn Plümel zum Zweiten, wir haben den Herrn Kiesling. Gut, dann arbeiten wir mal ab. Dann beginnen wir, weil es gute Brauch ist, nach der Fraktionsrunde mit den Fraktionslosen, Herr Green, und dann gehen wir in die weiteren Wortmeldungen hinein ein. Meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, Herr Scholbach, Sie sind ein guter Plagiator, offenbar Zeitungsleser, denn Sie sind auf das Wort, was ich geprägt habe, Sie können es noch nachlesen, ich habe es hier offen, aufgesprungen. Die Schnapsidee, das ist mein Wort gewesen, was ich zum Ski hier in der Zeitung geschrieben habe, was Sie heute noch nachlesen können. Sie haben es nachgeplappert, Sie Plagiator. Ich hätte... Nachdem der Oberbürgermeister sich so sehr stark gemacht hat für den Skiweltcup, heute nicht wiederholt dieses Wort, sondern hätte es gedämpfter dargestellt. Musikfestspiele, okay, Philharmonie, Geld, alles okay, sind wir dafür. Aber der Skiweltcup, Herr Hilbert, schöne Bilder, ja, aber das sind leider keine schönen Bilder. Sondern ich muss Ihnen sagen, so etwas würde aus meiner Sicht lächerlich wirken. Wenn wir mitten in einer Frühlingslandschaft, warmen Landschaft,
dort irgendwo Schnee hinschieben, künstlich, und dort laufen dann Leute um die Wette. Wir hätten sicherlich heute auch die technischen Möglichkeiten, mitten in die Antarktis ein Beachvolleyball-Turnier zu machen. Da wird man irgendwo dort in der Fläche auftauen und die entsprechend erwärmen. Und nein, das würde nicht passen. Denken Sie dran, Garmisch-Partenkirchen hat einen Bürgerentscheid gemacht, um sich dort zu sagen, nein, wir wollen keine Winterolympiade. Das passt einfach nicht in die gegenwärtige Erderwärmung, Wetterlage. Und wenn Sie gesagt hätten, wir machen das unterhalb vom Boersberg, irgendwo im Schönefelder Hochland, ich sage, na gut, dann bitte, aber am Elbufer. Wir wissen doch ganz genau, was dort für ein Wetter ist, was dort für eine Schneeerwartung ist. Das geht absolut nie. Also, wenn, je nachdem, welcher Antrag zur Abstimmung kommt, wir werden den Punkt 4, bitte ich also, den getrennt abzustimmen, das kann man nicht mitgehen, das ist, hat keinen. Also dieses Ski-Event, das hat sich irgendein Journalist ausgedacht. Sie sagten ja vorhin, es kam aus irgendwelchen Fraktionen. Wahrscheinlich steckt dann dort irgendjemand dahinter und macht das. Die anderen Sachen selbstverständlich. Und ja, wenn Herr Scholbach nicht so gegeifert hätte, dann hätten wir sogar Ihren Antrag unterstützt. So sah es an sich aus. Das war so ein bisschen das, aber das werden wir nur nicht mehr machen. Ja, danke. So, jetzt steigen wir ein in die weiteren Redner. Herr Schmählich, dann Herr Blümel, Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es mag sein, dass es aus dem Waldohr rausschallt, wie man hineinruft. Ich frage mich aber, von wem der Ruf hier heute in dieser Debatte, die keine Haushaltsdebatte ist, sondern eigentlich dazu geeignet gewesen wäre, sachlich über Fragen zu diskutieren, die möglicherweise und ganz sicher sogar im letzten Haushaltsbeschluss korrigierfähig gewesen sind und korrigiernotwendig gewesen sind. Dazu hat es im Vorfeld Gespräche gegeben, auch mit dem OB, die in dieser Vorlage resultierte. Ich muss aber ganz offen sagen, Herr Oberbürgermeister, auch wenn Sie sich vielleicht von der einen oder anderen Wortbeitrag provoziert fühlten, mit dem blanken Unsinn ist das so eine Sache. Dann sollten Sie gerade in Ihrer Rolle als Oberbürgermeister auch sehr sachlich bleiben. Und der Vorwurf, dass 250.000 Euro dazu geführt haben, hätten, dass der Intendant der Philharmonie gekündigt hätte, ist doch an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Zu behaupten, dass 300.000 Euro, die in dem Haushalt, Klammer auf, in dem Entwurf der Verwaltung gefehlt haben, in dem Entwurf der Verwaltung gefehlt haben, dazu geführt haben, dass unsere Chancen für die Kulturhauptstadt schwierig geworden wären, ist, gelinde gesagt, eine ziemliche Anmaßung. Bitte bleiben wir alle redlich. Der Redlichkeit willen hätte es auch in Ihrer Rede zum Ausdruck gebracht werden müssen, dass das Thema touristische Dienstleistungen im Entwurf der Verwaltung gefehlt hat. Dass die 300.000, von denen ich gerade gesprochen habe, in der Verwaltungsvorlage gefehlt hat. Und dass niemand zum Zeitpunkt der Verwaltungsvorlage, aber auch dann in den Beratungen, diese Idee vom Ski-Event meinte, aufgreifen zu müssen. Auch da gab es keinen Ansatz. Das heißt, in der uns vorgelegten Absicht der Verwaltung für den Haushalt fehlten diese Dinge. Und deshalb jetzt zu sagen, böse Mehrheit, ihr habt das sozusagen alles rausgekürzt, ist schlichtweg nicht wahr, um den Begriff des Gelogens nicht aufzugreifen. Und von daher glaube ich, ich hätte gehofft, dass der Weihnachtsbaum vielleicht eine entsprechende Stimmung hier schafft, aber offensichtlich ist das nicht gelungen. Würde ich mir sehr wünschen, wenn wir hier in dieser Frage zur Sachlichkeit zurückfinden würden. Und ich finde, man darf darüber streiten, ob dem Stadtrat abzuverlangen ist, einen Blankoscheck auszustellen. Einen Blankoscheck für ein Ski-Event, das außer einer Idee mit nichts anderem untersetzt ist. Und da ist es seriös zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, da ist es seriös zu sagen,
lieber Oberbürgermeister, dann legen Sie uns doch bitte schön mal vor, was soll da eigentlich passieren? Dann können wir seriös darüber entscheiden. Und ich finde, auch 500.000 fürs Stadtmarketing, Herr Zastrow, was sicherlich sehr notwendig ist, darf man durchaus an das Verlangen knüpfen, dazu auch Ideen der Umsetzung, also ein Konzept zu bekommen. Wenn es kein Konzept gibt, frage ich mich, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Und eine Bemerkung möchte ich dann doch noch mal machen zu dem Thema Philharmonie. Herr Oberbürgermeister, ich greife das noch mal auf mit den 250.000. Mit einem Federstrich wurden kulturellen Initiativen in dieser Stadt, bei denen jeder Euro wichtig ist, um weiterzumachen, 250.000 gekürzt. Aber der Philharmonie ist es nicht zumutbar, in einem Riesenetat mal darüber nachzudenken, ob zum Beispiel, wie das die Musikfestspiele wie selbstverständlich tun, auch mal Sponsorenmittel in einem solchen neuen Haus eingeworben werden können. Das hat man im Grunde mit Null stehen die da drin. Das ist doch atemberaubend. Auf der anderen Seite, im Gegensatz zum Gewandhaus in Leipzig, die zum Beispiel ein Werbeetat von 150.000 im Jahr haben, erhöhen wir einfach mal von 2017 auf 2018 im Etat den Werbeetat, die Ankündigungen auf 700.000. Also ich glaube ganz ehrlich, dass es ein Akt der Verantwortlichkeit war, auch die Philharmonie in die Pflicht zu nehmen, in ihrem Bereich sparsam und zusätzliche Mittel einzuwerben. Und wenn wir jetzt, Sie haben den Vorschlag übernommen, das ist großartig, jetzt sagen, jawohl, wir erlauben es der Philharmonie selbstverständlich, Mehreinnahmen dann auch für sich zu behalten, dann ist das der richtige Weg. Ich finde, dass man jeden, der in dieser Stadt auch kulturell tätig ist, zumuten kann, dass er auch einen eigenen Beitrag dazu leistet und sich selbst darum bemüht, Mittel auch einzuwerben und zu bekommen. Das ist auch gut so. Ansonsten denke ich, wir könnten ohne diese Emotion heute vielleicht die kleinen Macken des Haushaltes, die durch die Verwaltung verursacht wurden und die durch eine Entscheidung des Stadtrats mit verursacht wurden, ausräumen. Lassen Sie es uns konstruktiv tun und lassen Sie uns im Grunde das im Interesse der Stadt tun und uns hier nicht gegenseitig irgendwie anblöken und irgendwelche falschen Behauptungen aufstellen. Das wäre ein guter Weg, um hier endlich auch diese Frage auf einen vernünftigen Weg zu bringen und zu einer guten Lösung für die Stadt zu kommen. Vielen Dank. Nächster Redner, Herr Blümel, dann Frau Wagner. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, eigentlich hatte ich alles ausgeführt, was aus unserer Sicht zu sagen ist. Aber ich muss, glaube ich, noch mal deutlich erklären. 5 Punkte haben Sie heute vorgeschlagen. Von den 5 Punkten, die da vorgeschlagen sind, gehen 2 zurück auf Beschlüsse dieses Stadtrates. 3 Themen haben nichts, aber auch gar nichts mit dem Haushaltsbeschluss des Stadtrates zu tun. 0. Der Stadtrat hat nicht verursacht, dass kein Geld für Zusatzkonzerte im Kulturpalast eingestellt wird. Das ist auch mehrfach falsch öffentlich berichtet worden. Das ist ein Versäumnis von Ihnen und von Ihrer Verwaltung. Der Stadtrat hat nicht verursacht, dass Geld fehlt zur Vergabe touristischer Dienstleistungen. Das ist ein Versäumnis von Ihnen und Ihrer Verwaltung. Und der Stadtrat hat auch nicht versäumt, Geld einzustellen für einen Skiweltcup, weil das nicht die Aufgabe des Stadtrates ist, dieses Ereignis als Vorlage zu machen. Das ist Ihre Aufgabe. Wenn Sie diese Idee, die im Übrigen von Helmer Oros stammt, das muss man der Ehrlichkeit halber auch mal dazu sagen, die auf diese 2 Journalisten zugegangen ist und gefragt hat, seid ihr nicht in der Lage, ein solches Event zu kreieren und zu entwickeln? Und das haben die gemacht und dafür muss man ihnen auch mal an dieser Stelle öffentlich Danke sagen. Dann ist es Ihre Aufgabe, weil, das haben diese Journalisten berichtet, es bereits seit 2 Jahren umfassende Gespräche in der Stadtverwaltung mit Mitarbeitern dieser Stadtverwaltung zu diesem Thema gibt, uns das aufzuschreiben und zum Beschluss vorzulegen und nicht darauf zu verweisen, dass wir es nicht gemacht hätten. Das ist nicht unsere Aufgabe, das ist Ihre Aufgabe. Und das kritisieren wir. Und das kritisiere ich auch an dieser Stelle sehr deutlich. Nichtsdestotrotz, und das ist der konstruktive Ansatz, den wir gewählt haben, sagen wir, wir erkennen, dass es Probleme sind, wir negieren es nicht, wir wollen sie nicht vorführen, sondern wir wollen diese Probleme im Interesse unserer Stadt lösen. Und deswegen, glaube ich, ist es gerecht und vernünftig, Kritik zu üben, wo sie denn zu üben ist.
auch mal öffentlich zu sagen, was tatsächlich die Sachlage ist, weil genau das in den vergangenen Wochen nämlich nicht durchgedrungen ist. Und daran haben Sie eine Aktie. Sie haben alles in einen großen Topf geworfen, einmal umgerührt, und verantwortlich ist für alles Elend dieser Stadt nur noch der Stadtrat. Und das ist nicht zutreffend, und das wollen wir, dass das auch heute mal deutlich ausgesprochen wird. Danke sehr. Als nächste Rednerin Frau Wagner, dann Herr Kiesling. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadtratskollegen. Als sportpolitische Sprecherin, mein Kollege hat es vorhin angedeutet, will ich natürlich jetzt gerne noch was zum Skiweltcup sagen. Ich bin nämlich sehr froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, da noch nachzusteuern. Kurz zur Erläuterung, hier wurden auch so ein paar komische Sachen schon ausgeführt dazu. A, was ist die Intention des Projektes? Die Intention des Projektes ist es, den Skiweltcup und die Skistars nach Dresden zu holen, die es hier die besten auf der Welt gibt. Es ist ein tolles Sportevent in Rede, Art 1. Und es steht mit dieser Idee eine wahnsinnig tolle Imagewerbung hier im Raum, die wir für unsere Stadt, für unsere wunderbaren Kulisse, sage ich mal, auf dem Präsentierteller präsentiert bekommen. Das ist PR und Marketing im besten Sinne. Wir werden hier Touristen erleben, wir werden zusätzliche Hotelübernachtungen bekommen. Auch das. Werbezeit im Fernsehen vor einem Millionenpublikum. Und dann reden wir mal darüber, was in den sozialen Netzwerken allein über die Athleten, über unsere Stadt verbreitet wird. Und wir haben hier wirklich eine tolle Chance. Das Konzept ist da. Herr Schmählich, was Sie vorhin gesagt haben, dass es kein Konzept gibt, ist schlichtweg falsch. Es ist ein Konzept vorgelegt worden, wo der Deutsche Skiverband dahinter steht, was er toll findet, wo selbst auf Weltverbandsebene absolut positive Resonanz erschienen ist, wo nicht nur Ski-Weltcup in unsere Stadt geholt wird, sondern auch Schulsportunterricht und Jugendmeisterschaften in unsere Stadt geholt werden, und das alles vor unserer tollen Altstadtkulisse. Sport ist hier Mittel zum Zweck für ein gelungenes Stadtmarketing in Deutschland, Europa und in der Welt. Kurz, eine tolle Sache für die Stadt. Sie haben recht, es ist eine Idee, die vor 2 Jahren geboren wurde, von 2 Initiatoren, die sich seit 2 Jahren darum gekümmert haben, Partner ins Boot zu holen, diese Idee auf eine breite Basis zu stellen. Skiverband habe ich angesprochen, die Verwaltung auf den verschiedenen relevanten Ebenen einzubinden. Wir reden hier über einen Freistaat, der ein Ja gegeben hat. Wir reden hier über städtische Ämter, Stichwort Umweltamt, die so lange mit den Initiatoren gesprochen haben, bis die umweltpolitischen Belange, und das dürfte insbesondere für Sie von Interesse sein, liebe Damen und Herren von den Grünen, so sind, dass das Umweltamt sagen kann, ja. Warum sage ich das? Weil die Initiatoren, wir haben sie nämlich eingeladen, wir haben das Angebot angenommen, uns das Konzept anzuhören und die relevanten Fragen zu diskutieren. Ich gucke meinen Kollegen Dr. Reuter an, unseren umweltpolitischen Sprecher, der natürlich genauso wie Sie dazu auch Fragen hatte. Wir haben die Chance genutzt, diese Fragen zu stellen in der Fraktion und sie abschließend zu beantworten. Was haben wir dann gemacht? Vor Haushaltsbeschluss, wir haben gesagt, das Konzept überzeugt uns auf allen Ebenen, Stadtmarketing und sportlich gesehen. Und wir haben es in unserem Haushaltsergänzungsantrag drin gehabt. Genau diese 300.000 Euro haben wir drin gehabt, weil wir uns dazu bekennen wollten. Und das haben wir gemacht. Die anderen Fraktionen, und das ist so, hatten genauso das Angebot, sich darüber zu informieren. Denn, und das will ich mal sagen, am 12.8. Herr Blüme, Sie lassen sich gestern in der Zeitung zitieren damit, wir haben keine konkreten Informationen dazu gehabt. Sie haben, es war eine Einladung der SPD-Fraktion an die sportpolitischen Sprecher, fast alle waren dabei, dieses Konzept ausführlich vorstellen lassen in ihrer Fraktion. So wie ich gehört habe, stößt es unter anderem auch bei Ihrem Bürgermeister, dem Sportbürgermeister der Stadt, der maßgeblich dafür gesorgt hat, dass wir jetzt hier diese Vorlage, wie sie der OB eingebracht hat, haben mit diesem Event. Ich würde mich freuen, wenn Sie vielleicht auch noch mal was dazu sagen, Herr Dr. Lames, weil das überzeugend ist und weil das eine gute Sache für unsere Stadt ist. Sie haben
uns dazu eingeladen am 12.8. Seitdem sind 4 Monate vergangen. So, seitdem gingen die Einladungen raus. Wir haben sie genutzt und wir haben gesagt, wir wollen uns dazu bekennen. Fazit: Ja, es ist eine tolle Idee. Es ist eine mit einem Konzept untermauerte Idee, wo Leute was für unsere Stadt tun wollen. Die Initiatoren haben diese Idee auf eine grundsolide, konzeptionelle Basis gestellt und verdienen für all die Freizeit und das Engagement, was sie da reingesteckt haben, auch um die ganze Ämtergeschichte im Vorfeld zu klären, bevor man nach außen kommuniziert, irgendwas in die Luft posaunt, erstmal zu klären und dann zu sagen, wir stehen hier dahinter, wir wollen das machen. Das Traurige daran ist jetzt, und das geht an Sie, Herr Scholbach, manchmal frage ich mich ja wirklich, wo ist eigentlich Ihre Kinderstube? Aber das ist jetzt mal nebensächlich. Das Traurige daran ist, Ohren zu, und leider gilt das auch an die Adresse von Herrn Schmelig, Ohren zu, dann muss ich mich von etwas Gutem nicht überzeugen lassen und kann es dann nutzen, um dem OB was irgendwie reinzudrehen. Das ist, wird aber auf dem Rücken von den Leuten ausgetragen, die sich bisher mit diesem Thema befasst haben. Wir haben heute diese Chance und da ist Ihr Antrag nicht zielführend. Wir haben heute diese Chance, das zu tun, was unsere Aufgabe als Stadtrat ist, nämlich das klare Bekenntnis auszusprechen. Wir wollen das unterstützen. Der OB hat es vorhin gesagt, wir reservieren das Geld. Man kann dann auch noch an dem Konzept weiter feilen in den Ausschüssen. Aber es liegt was auf dem Tisch, was man machen kann. Und wir reservieren das Geld dafür. Dieser Idee, diesem Konzept und der Weiterentwicklung des Konzeptes im Verlauf sollten wir heute Rückenwind geben. Das ist das Mindeste, was wir diesem privaten Engagement zollen können, die Gelder reservieren und damit die Chance erhöhen, dass dieser Skiweltcup 2018 und vielleicht in den Folgejahren in unsere Stadt kommt. Tourismusgelder, Steuergelder, Gelder, die ausgegeben werden, hier auch im Einzelhandel dann von den Gästen, die zu uns kommen, und das Image in unserer Stadt positiv weltweit in dieser, ich sag's mal, Ski-Community zu beeinflussen und das, was von Dresden ausgeht, nämlich das Schöne und das Herz unserer Stadt in die Welt zu tragen über den Sport. Das ist was, wo wir dahinter stehen und wo ich ausdrücklich um Ihre Unterstützung heute hier werbe. Danke. Als nächster Redner Herr Kiesling, dann Herr Vogel. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir gehen ja relativ oft miteinander hart ins Gericht hier in der Stadt. Kann man das hören? Wir gehen relativ oft hart miteinander ins Gericht in dieser Stadt. Das Problem ist, seit Herr Hilbert Oberbürgermeister ist, dass sich diese Kritik sehr oft aus dem inhaltlichen Bereich in den rein handwerklichen verlegt. Und ich denke, das hat was mit Rollenwahrnehmung zu tun. Der Oberbürgermeister, wenn er denn den Stadtrat kritisiert, vergisst nämlich, dass er eben nicht nur der Chef der Verwaltung ist, sondern auch Vorsitzender dieses Stadtrates und auch Mitglied dieses Stadtrates. Jede Kritik am Rat trifft ihn eigentlich mit selbst. Und so wie wir versuchen müssen, zumindest wenn wir Mehrheiten bilden wollen, miteinander konstruktiv umzugehen, so steht diese Forderung eben auch an den Oberbürgermeister, konstruktiv umzugehen. Ich will es an einigen Beispielen aufführen. Fangen wir bei der Philharmonie an. Es ist so getan worden, als ob eine Kürzung bei der Philharmonie, eine Kürzung gegenüber dem Haushaltsansatz, hier ganz plötzlich hervorgeploppt wäre, als ob niemand das hätte erwarten können. Und jetzt plötzlich bricht die Welt zusammen. Und wenn man sich aber den Livestream anschaut, die Mitschnitte der Stadtratssitzung vom 29.09., dann kann man dort ganz genau sehen, was passiert ist. Es war ganz klar, dass die Redner hier einer Mehrheit des Rates dafür plädiert haben, dass das Budget der Philharmonie gekürzt werden muss. Es ist nicht so beschlossen worden. Lassen Sie mich das einfach weiter zu Ende erzählen. Wir können es dann gern im Bild nochmal genau betrachten. Eine Mehrheit hier hat gesagt, wir sehen die Höhe des Philharmonieetats kritisch. Und wir hatten eine kleine Auseinandersetzung darüber, wie man es technisch anstellen soll. Und dann haben wir abgestimmt. Und die Kürzung, die Reduktion des Budgets hat keine Mehrheit gefunden. Und dann ist was Denkwürdiges passiert. Dann hat Herr Scholbach eine persönliche Erklärung zum Abstimmungsverhalten abgegeben und hat gesagt, wir werden in der Haushaltsberatung darauf achten, dass die hier auch durchaus akzeptierte Kürzung auch eintritt.
Und nachdem er das gesagt hat, sagt der Oberbürgermeister, das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Alles, was wir hier beschließen, steht unter Haushaltsvorbehalt. O-Ton, Oberbürgermeister Hilbert, in Anwesenheit der Intendantin. Und dann so zu tun, als ob es niemand gewusst hätte. Entschuldigung, das ist für mich verlogen. Etwas anderes kann man nicht sagen. Doch, Herr Benheuer, lassen Sie mich so deutlich sagen. Für mich ist das verlogen. Und es riecht so, als ob der Brief von Herrn Sanderling eine feine Intrige war. Denn denken wir weiter, die Sitzung des Haushaltes selbst. Die erste Hälfte, sagt Herr Hilbert, war er nicht stollen essen, sondern er hat unseren Antrag analysiert. Er wusste mindestens seit unserer Pressekonferenz, dass die Philharmoniekürzung tatsächlich kommt. Er hätte also die erste Hälfte des Stadtrates nutzen können, um mit uns zu reden und zu sagen, liebe Mehrheit, können wir das abwenden? Ich glaube, es klappt nicht. Und dann hätte er Vorschläge bringen können, wie wir das decken, wie man miteinander mehrheitlich beschließen kann. Das hat er nicht gemacht, sondern er hat bewusst, und vielleicht ist ja die halbe Sitzung deswegen draufgegangen, bewusst einen Deckungsvorschlag gewählt, der unannehmbar war. Ich hatte damals dazu geredet. Okay, ich will ein zweites Beispiel des Umganges zwischen Verwaltung und Stadtrat nennen. Der Tourismus. Da haben wir also eine Veranstaltung, die ist nur mal ganz kurz angekündigt worden, die ist jetzt scheinbar gefährdet. Der German Travel Mart. German Travel Mart, das klingt ganz wichtig. Scheint es auch zu sein. Zumindest findet diese Veranstaltung Jahr für Jahr statt. Immer in einer anderen Stadt. Und sie kostet immer 1 Million Euro Zuschuss. Ich weiß nicht, ob das für Dresden gut ist oder schlecht. Ich kann mich damit nicht beschäftigen. Ich wusste es bisher nicht. Nun habe ich mich damit beschäftigt und habe Folgendes entdeckt. Nehmen wir Magdeburg. In Magdeburg hat dieser German Travel Mart dieses Jahr stattgefunden. Und im Jahr 2014, also 2 Jahre vorher, hat der Magdeburger Stadtrat darüber beraten, ob er sich darum bewerben will als Stadt und wie es finanziert werden soll. Da war ein Finanzkonzept dran. An der Stadtratsvorlage, da konnte man lesen, dass dieser German Travel Mart in Magdeburg 1 Million Euro kosten wird, davon 650.000 Euro von der Stadt Magdeburg, 350.000 vom Land. Und der Rat hat lange debattiert und er hat gesagt, das ist eigentlich ziemlich teuer und sie wollen es noch nachsteuern. Und es ist ein detaillierteres Konzept verlangt worden. Das ist vernünftiger Umgang. Nicht, wir brauchen mehr für Tourismus, mehr, aber niemand weiß wofür. Eine Blackbox. Und wenn Sie sich die Anlage angucken zu dem von Herrn Oberbürgermeister eingereichten Antrag heute, es ist wieder eine Blackbox, da steht für den German Travel Mart stehen dort 50.000. 50.000. So, als ob wir alle ein bisschen blöde sind und nicht auch googeln könnten und auch rechnen könnten und sehen könnten, was da eigentlich dahinter steckt. Warum ist das so? Warum kann nicht der Oberbürgermeister oder Frau Bunge oder irgendjemand, der davon Ahnung hat, zu diesem Rat kommen und mit uns vernünftig reden? Und am Ende ist es beim Skiweltcup eben ähnlich. Meine Damen und Herren, jeder kann in dieser Stadt Veranstaltungen durchführen, wie er will, wenn er sich an alle Gesetze hält. Das wird dieser Stadtrat nicht verhindern. Der Sachverhalt ist der, dass hier jemand eine Veranstaltung durchführen will und er möchte 300.000 Euro. Und dann hat er bestimmt irgendwo einen Antrag gestellt. Und der Antrag hat auch bestimmt eine Begründung. Und dann müssten wir doch im Rat über diesen Antrag entscheiden. Dann lesen wir das und dann können wir ausrechnen, ob das, was wir als Stadt dazugeben sollen, mit dem Gegenwert dafür in Übereinstimmung zu bringen ist. Ist es wirklich so, dass der Werbeeffekt, den wir erhoffen, 300.000 Euro wert ist? Man kann sich nämlich bei Sportveranstaltungen auch mal verrechnen. Wir haben da ein gutes Beispiel. Da hat sich gerade das Land Katar verrechnet, wo, glaube ich, niemand mehr sagt, dass es für dieses Land eine ganz große, sozusagen ein großes, großer Gewinn an Ansehen ist, dass dort die Fußball-WM stattfindet. Im Gegenteil, das hat eher das Ansehen von Katar gedrückt. Wie gesagt, ich denke, rechtzeitig mit dem Rat reden, die Dinge auf den Punkt bringen, mit uns diskutieren und dann wird in den letzten Metern beim Vollzug auch kein Problem eintreten. Wenn man allerdings erst kurz vorm Vollzug kommt, den Rat unter Druck setzt und denkt, dass sich 70 Menschen unter Druck setzen lassen, immerzu, dann irrt man sich. Das ist eben verantwortungsloses Handeln. Vielen Dank. Nächste Wortmeldung, Herr Vogel, dann Herr Abenarius. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat, sehr geehrte Gäste. Wir sehen alle das Ende dieser unsäglichen Debatte herbei. Deshalb will ich mich auch relativ kurz fassen. Ja, ich hätte eigentlich jetzt mehr Applaus erwartet, denn Ihre wohlfeilen Worte und geschmeidigen Rede haben wir jetzt alle, denke ich mal, gründlich satt. Es liegt eine wohl durchdachte Vorlage der Verwaltung vor, eine Verbesserung,
des am 24.11. von Ihnen beschlossenen Doppelhaushalts, wo wir dann auch die Unterlagen von Ihnen erst anderthalb Stunden vorher bekommen haben. Das zum einen. Heute bekommen wir wieder in unserer Sitzung einen Ersetzungsantrag. Das setzt sich wahrscheinlich jetzt noch die nächsten 2,5 Jahre fort. Wir können damit leben. Sie machen natürlich richtig gute Öffentlichkeitsarbeit für Ihre Tätigkeit hier im Stadtrat. Und wir werden das natürlich auch der Bevölkerung und den Wählern entsprechend auch präsentieren und Punkt für Punkt dann in der für Sie noch verbleibenden Zeit soweit dann auch deklarieren. Zusammenfassend möchte ich grundsätzlich jetzt erstmal darum bitten, appellieren oder sogar auch betteln, dass Sie der Verwaltungsvorlage von der Verwaltung und dem Oberbürgermeister zustimmen und sich nicht in Ihrem Ersetzungsantrag, der ein weiteres Mal nichts anderes ist als ein Zersetzungsantrag. Sie zersetzen, Sie behindern und verhindern, dass Sie sich dieser Art und Weise einer Arbeit hoffentlich dann auch mal wirklich besinnen und zur Normalität zurückkehren. Herr Scholbach, Sie sind der lebendige Beweis für schlimmer geht immer. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich persönlich bei Herrn Oberbürgermeister Hilbert entschuldigen. Und wenn Sie nicht genug Arsch in der Hose haben und das in der Öffentlichkeit tun, dann wenigstens in einem persönlichen Gespräch von Mann zu Mann. Ich hoffe, dazu sind Sie in der Lage. Wenn wir Unstimmigkeiten haben, dann gehört es sich einfach so, dass man miteinander spricht und Ungereimtheiten ausräumt. Aber Sie fühlen sich wahrscheinlich in der aktuellen Macht, in Ihren Machtverhältnissen dermaßen wohl. Ich möchte abschließend den selbsternannten Lichtgestalten, vielleicht auch für die freie Zeit zu Weihnachten, ein Wort von Goethe Ihnen mal wirklich an Herz legen. Man kann die Erfahrung nicht früh genug machen, wie entbehrlich man ist. Dankeschön. Als nächster Herr Avenarius. Gibt es darüber hinaus weitere Wortmeldungen? Ach, schön. Warten Sie, lassen Sie mal Ihre Arme oben. In der Zwischenzeit, Herr Avenarius, darf anfangen. Ich muss mal aufschreiben. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, nicht jedes Wort, was wir in der Debatte gehört haben, war wirklich zielführend und hilfreich. Ich denke, sollte sich jeder an die eigene Nase fassen und an das Wort des großen Bundespräsidenten Gustav Heinemann denken, der gesagt hat, wenn ich mit dem Finger auf jemand zeige, dann zeigen 3 andere Finger auf mich zurück. Ich finde es sehr bedauerlich, Herr Oberbürgermeister, dass Sie Ihre Initiative bedauern. Ich begrüße diese Initiative nämlich immer noch. Ich war ja einer der Ersten, die Sie angesprochen haben. Ich bin nach wie vor der Meinung, das war richtig, dass Sie Schritte eingeleitet haben, die Nachbesserungsarbeiten, die nun mal notwendig waren, vorzunehmen. Ich habe deswegen für Ihre überaus gereizte Reaktion auch beim besten Willen kein Verständnis aufbringen können. Wir haben ja Ihre Vorlage schließlich weitgehend aufgegriffen. Wenn Sie sich anschauen, was Sie eingebracht haben und was rausgekommen ist, dann können Sie eigentlich nur feststellen, dass wir bei 2/3 der Vorlage Qualifizierungen vorgenommen haben, handwerkliche Nacharbeiten getätigt haben und dafür gehört insbesondere den finanzpolitischen Sprechern der Mehrheitsfraktionen großer Dank. Und Herr Blümel hat es nun in diesem Zusammenhang wirklich nicht verdient, das Wort Unsinn zu hören. Das Gegenteil war der Fall, was er mit seinen Kollegen hier gemacht hat. Das Einzige, wo wir etwas deutlicher abgewichen sind, war der Skiweltcup. Was haben wir denn da gemacht? Wir haben einen vernünftigen Prüfauftrag sehr, sehr kurzfristig
um deutlich zu machen, dass es uns auch am Herzen liegt, dass darüber bald entschieden werden kann, formuliert und sind von der Formulierung von Ihnen abgekommen, die sehr, sehr kirchlich war. Sie haben nämlich ein Bekenntnis verlangt. Bekenntnisse sollten weiterhin in der Kirche und nicht im Stadtrat abgegeben werden. Auch ich finde dieses Projekt ausgesprochen interessant. Und wenn Sie uns eine gute Vorlage bringen, dann werden Sie merken, dass es eben keine Lippenbekenntnisse waren, sondern dass sehr, sehr viele in diesem Rat dieses Projekt weiterverfolgen wollen. Alles in allem kann man sagen, dass wir den an sich schon ausgewogenen Haushalt, den wir letztes Mal beschlossen haben, mit diesem Antrag noch abrunden. Rausgekommen ist ein Ergebnis, mit dem man es natürlich nicht allen recht machen kann, aber das liegt in der Natur der Sache. Wir sind damit unserer Verantwortung gerecht geworden, indem wir nicht nur denen, die am lautesten schreien, etwas in den Rachen werfen und die anderen ignorieren. Man muss eben die Interessen aller Bewohner berücksichtigen. Und von daher muss ich auch an dieser Stelle sagen, es war unsäglich egozentrisch, was der Dirigent der Philharmonie von sich gegeben hat. Es zeigt, dass er anscheinend null Verständnis für die Belange einer Großstadt hat und nur sich für den Nabel der Welt hält. Und missbilligenswert war auch das Agieren der persönlich ja ausgesprochen charmanten Intendantin der Philharmonie, die mit ihrer öffentlichen Kritik an ihrer Arbeitgeberin, nämlich der Landeshauptstadt, sehr viel Porzellan zerschlagen hat und die auch dazu beigetragen hat, dass dann ausgesprochen unqualifizierte Journalisten solche unsäglichen Worte wie von den Kultur-Talibanen prägen konnten. Ich möchte Sie ganz herzlich bitten, zum Abschluss, Herr Oberbürgermeister, sich auf Ihre Kernaufgabe zurückzubesinnen, nämlich diese Stadt zu führen und zu vereinen. Es sind jetzt wieder unnütz Wunden geschlagen worden durch ein paar Leute, die sich produziert haben, in denen sie behauptet haben, unsere Kulturhauptstadtbewerbung würde jetzt ins Leere laufen und so weiter. Es ist an der Zeit, dass Sie auch Ihren Teil dazu beitragen, die Gemüter wieder zu beruhigen. Vielen Dank. Manchmal bekommt man Schnappatmung. Habe ich Sie aufgerufen, Herr Engelmeier? Nö, aber ich gehe trotzdem schon rein. Nö, Sie sind gar nicht dran. Aber das ist, scheint so hier langsam übrig zu werden. Als nächste Wortmeldung Herr Schulze und dann Herr Engelmeier. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, zu dem Ski-Event ist doch noch mal einiges zu sagen, liebe Anke. Ich glaube dann, dein Engagement, deine Begeisterung dafür kann man ja vielleicht verstehen. Aber ich glaube, die Problematik dann, die wir hier haben, ist doch eins. Wir haben seit 2 Jahren offensichtlich den René Kindermann und den Thorsten Püschel, die hier unterwegs sind und da wirklich, sag ich mal, ein hohes Engagement und viel Zeit reingesteckt haben für diese Idee. Es hat allerdings offensichtlich nicht dazu gereicht, dieses Engagement, was sie bisher gebracht haben, die Verwaltung, den Oberbürgermeister oder die Oberbürgermeisterin damals noch, dann Frau Orres, dazu zu bewegen, eine Vorlage uns zu bringen, wo wir genau über alle Punkte, die damit verbunden sind, weil es ist auch schon sehr komplex, was uns da, glaube ich, präsentiert werden soll, uns mal aufzuschreiben und damit auch eine Entscheidungsgrundlage zu bringen. Und ich finde es im Moment aus sportlicher Sicht extrem schwierig dann, wie dieses Thema jetzt angegangen worden ist. Indem man es einfach mal in eine Vorlage reinschreibt, die uns sozusagen auch noch sehr kurzfristig hier in den Stadtrat praktisch reingebracht worden ist, ohne eben mal wirklich dann auf diese sehr dünne Informationslage, die wir im Moment haben, auch mal, sage ich mal, wirklich
allen Stadträten dazu auch was zu bringen. Ich habe mich mit Thorsten Püschel getroffen, kann ich dir so sagen. Er war auch, auch Kadi Bischofberger, meine Kollegin, war bei dieser August-Vorstellung dabei gewesen. Aber ich sage mal dann, das reicht ja auch nicht. Weil es sind, sage ich mal, umweltrechtliche Fragen damit verbunden. Es sind die Fragen dann der Organisation dieser Infrastruktur verbunden. Das sind Parkfragen, also wo sozusagen Fahrzeuge hingebracht werden von 8.000 bis 10.000 Gästen. Habe ich im Moment noch nicht alles gehört. Der zweite Punkt, wir haben, sage ich mal, 300.000 Euro, dann, die wir jetzt für eine kleine Präsentation zur Verfügung stellen sollen, auf einer sehr dünnen Informationsbasis. Ich glaube, das ist nicht der Weg, den wir da wirklich gehen sollten. Wie gesagt, dieses Engagement ist lobenswert, aber es gibt meines Erachtens da durchaus einen sehr hohen Bedarf, nochmal auch über die Finanzierungsquelle zu reden. Ich habe gehört, und das hat auch der Oberbürgermeister gerade gesagt, in seiner Einbringung, da geht es vor allen Dingen um Medienpräsenz. Da geht es um Veranstaltungsmanagement, da geht es um touristische Aufwertung von Dresden. Dann frage ich mich, warum wir als Eigenbetriebsausschuss 200.000 Euro nach der Anlage, der Vorlage aus den Sportstätten finanzieren sollen. 200.000 Euro und wir werden dazu nicht einmal irgendwo im Sportausschuss dazu befragt oder informiert. Ganz am Gegenteil, dann, da wird sogar noch der Sportausschuss, dann die Ausschusssitzung gecancelt, dann, sie findet nicht statt, wo man vielleicht dann über solche Punkte sprechen könnte. So, wenn wir, sag ich mal, 300.000 Euro dort einsetzen für ein eher Marketing-Event, dann erwarte ich, dass da entweder die DMG sich da engagiert dafür, dass es vielleicht dann irgendwie ein städtisches Unternehmen tut, dann, die sich damit einsetzen und dass vielleicht auch, wenn die Hotelbranche in Größenordnungen davon profitieren soll, sich dort sponsormäßig mit beteiligt. Das können wir doch nicht alles aus öffentlichen Mitteln machen. Und Anke, du weißt doch sehr genau, wie eng im Moment das Budget für den Sportbereich ist. Und da sind mal 200.000 Euro, die wir dort rausnehmen. Ein immenser Betrag, wenn ich das im Vergleich zu diesen 380 Vereinen, die eigentlich strukturell, sag ich mal, mittlerweile, also nach dem Entwurf der Verwaltung, schlechter gefördert werden sollten. Das war der eigentliche Ursprung gewesen. Wenn wir die dann auch wieder dort rausnehmen sollen, ich glaube dann, das ist der falsche Weg. Deine Begeisterung, gut, musst du selber prüfen dann, aber ich glaube dann, wir sollten, wenn wir so eine Sache finanzieren, wirklich schauen, wo kommt das Geld her und wofür tun wir es. Vielen Dank. So, jetzt habe ich einen Geschäftsordnungsantrag von Herrn Thiele und das geht immer vor. Herr Oberbürgermeister, ich stelle jetzt den Antrag, die Sitzung jetzt zu unterbrechen. Wir hatten angekündigt bekommen, dass gegen 18.30 Uhr die Ehrung der Paralympics-Teilnehmer erfolgen soll. Ich denke, das sollten wir jetzt machen und unsere leidliche Debatte dann danach fortführen. Wir sollten diese Leute hier nicht leiden lassen durch unsere Unvernunft. Also jetzt unabhängig von Ihrer Wortmeldung, um 18.30 Uhr werde ich dann auch die Sitzung unterbrechen, sobald ich das Signal habe, dass alle Sportler eingetroffen sind. So ist es auch avisiert. Und bis dahin setzen wir aber mit der Sitzung fort. Als nächste Wortmeldung jetzt Herr Engemeier und danach Herr Lichti. Ja, sehr geehrter Obermeister, liebe Gäste im Saal und am Stream. Ich danke erstmal auch Herrn Schulze, dass er nochmal aus der Sicht des Sportausschusses einiges erklärt hat. Auch diese Vorlage hat ja doch einen eher ungewöhnlichen Weg genommen. Mag sein, dass sie auch sozusagen in der Eile geschrieben und dann auch in der Eile sozusagen durch die Ausschüsse musste, aber es hätten eben auch doch mehr Ausschüsse beteiligt werden können. So sollte dann der Finanzausschuss in der Sondersitzung nicht nur über das Marketingkonzept der Stadt Dresden entscheiden, sondern eben auch über sportliche Events wie der Skiweltcup und andere Sachen. Okay, wenn es nur um die finanziellen Weichenstellungen geht, mag das vielleicht noch tolerabel sein, aber dann muss es doch auch erlaubt sein, da Fragen zu stellen, inhaltliche Fragen zu diesen Events und darauf Antworten zu bekommen. Und die fehlten leider komplett. Zum Beispiel die Frage, was ist denn mit dem Skiweltcup? Kostet der jetzt wirklich nur in 2018 300.000 Euro? Oder wie andere sagen, auch in Folgejahren Geld? Was ist mit der mittelfristigen Finanzplanung? Was ist mit dem German Travel Mart? Der, wie Herr Kiesling richtig angesprochen hat, stehen hier 70.000 Euro Budget, wahrscheinlich Planungsleistung, ein bisschen Vorleistung. Wir wissen, dass das Ding 1 Million Euro kostet.
Wo kommen die her? Wann fließen die? Von wem in welche Richtung? All diese Fragen blieben leider auch unbeantwortet. Genau. Und wenn Sie dann leider bei der Prüfung Ihres Antrages, zum Beispiel im Punkt 5, Ausbau Geschäftsreise Tourismus nach Dresden, ich bin wieder bei der DMG, da steht dann Ausbau einer Internetplattform und man einfach nur im Finanzausschuss mal auf die Internetseite geht und die Dresdner Präsenz anguckt und dann nur Seitenfehler stattfinden, tut mir leid, dann ist die Vorlage vielleicht auch noch nicht so weit, dass wir sie behandeln können. Sie haben jetzt bis Ende Januar, zumindest nach unserem Antrag, bearbeiten Sie das, legen Sie ein schlüssiges Konzept vor, dann prüfen wir das inhaltlich und dann können wir darüber reden, was mit den DMG-Mitteln ist, dann können wir auch über sportliche Events reden und dann können wir vielleicht eben auch den Ski-Weltcup abwägen im Vergleich zu anderen Großveranstaltungen, die nämlich sonst von diesen 200.000 Euro im Budget des Eigenbetriebs Sportstätten profitieren würden. Die können wir nämlich auch nur einmal ausgeben. Und ob es dann für Kunstschnee vom Finanzministerium sein muss, die Diskussion müssen wir eben auch führen und die können wir nicht schnell hier in 3 Tagen durch den Finanzausschuss in den Stadtrat peitschen. Vielen Dank. So, nächste Wortmeldung, Herr Lichti, dann Herr Donhauser. Vielen Dank, Herr Oberbürgermeister. Ich möchte noch einmal auf die Auseinandersetzungen zurückkommen und möchte dazu gerne 2 Anmerkungen machen, wo ich hoffe, Herr Oberbürgermeister, dass Sie vielleicht nicht in dieser Sitzung, aber doch nachdem diese Sitzung beendet ist, vielleicht mal drüber nachdenken, gemeinsam mit Ihren Bürgermeistern. Ich möchte wirklich appellieren, dass Sie über Ihr Rollenverständnis nachdenken. Sie sind Leiter des Stadtrates und Sie sind zugleich eine direkt gewählte politische Figur, die selbstverständlich das Recht hat, politisch Stellung zu nehmen. Ich bitte Sie wirklich zu prüfen, ob es nicht hier der gemeinsamen Arbeit zuträglicher wäre, dass, wenn Sie hier oben sitzen, sich auf die Moderation beschränken und wenn Sie politisch Stellung nehmen wollen, weil Sie das für erforderlich halten, dann, wie Sie es ja auch immer beim Bericht des Oberbürgermeisters tun, dann ans Pult treten. Ich glaube, das würde gut tun, wenn man diese beiden Funktionen auseinanderhalten könnte. Das ist mein Rat. Das Zweite ist, es haben ein paar Redner vor mir schon angesprochen, die Entgleisung Ihres Sprechers, Herrn Kai Schulz. Ich möchte Sie deswegen auch noch einmal fragen und diese Frage wiederholen. Trifft es zu, dass Ihr Pressesprecher, Herr Kai Schulz, die Stadtratsmehrheit als Kulturtaliban bezeichnet hat? Zweitens, stehen Sie inhaltlich hinter dieser Aussage? Und wenn Sie inhaltlich nicht hinter dieser Aussage stehen, auf welche Weise wollen Sie sicherstellen, dass diese Beleidigung aus der Welt geschafft wird? Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Donhauser. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich will mal ein bisschen weglenken vom Oberbürgermeister, weil ich mich die ganze Zeit schon frage, wozu sitzen hier Bürgermeister im Präsidium? Und Herr Blümel kritisiert vorhin, möglicherweise zu Recht, dass Frau Klepsch es versäumt hätte in der letzten Stadtratssitzung nicht das Wort zu ergreifen, wenn es um die Philharmonie geht, frage ich mich, was macht denn der sogenannte Sportbürgermeister? Und da frage ich mich auch im Ernst, welche Rolle spielt eigentlich die SPD hier bei dem Ski-Weltcup? Weil es vieles richtig, was gesagt wird, ein Konzept von der Stadtverwaltung wäre sicherlich sinnvoll, keine Frage. Aber es ist genauso richtig, dass die Initiatoren seit August, wurde ja schon angesprochen, allen Fraktionen das Angebot unterbreitet haben, sie einzuladen, um sich das Ganze anzuhören. Meines Wissens hat es nur eine Fraktion bisher in dieser umfänglichen Art gemacht, um sich eine Meinung bilden zu können. Und deswegen ist es richtig, Herr Schmelnig oder Herr Deppe, wenn Sie sagen, wir wissen nichts. Aber es liegt doch nicht an den Initiatoren des Skiweltcups. Es liegt nicht an dem, dass der OB mit seiner Vorlage und eindringlich hat ja der Sportbürgermeister mit dafür gesorgt, dass das hier drin steht. Deswegen wundert mich das alles ein bisschen. Können wir jetzt dem OB nicht den Vorwurf machen, dass die Information des gesamten Stadtrats nicht so ist, wie sie sein sollte? Das ist ein bisschen, sage ich mal, und da meine ich alle im Stadtrat, mich auch selbst, ist ein bisschen zu einfach gedacht.
Da haben wir schon selber auch eine Verantwortung, uns zu informieren und nie darauf zu warten, bis uns was hier mundgerecht vorgelegt wird. Zudem ja, und es wurde heute auch mehrfach deutlich gesagt, die 300.000 Euro ja längst nicht ausgegeben sind, die wären vorreserviert. Und es ist, denke ich, wichtig, und wir sollten nicht den Eindruck in der Öffentlichkeit erwecken, da meine ich jetzt nicht das Dresdner Umfeld, sondern die Öffentlichkeit, die darüber befinden werden, den Skiweltcup zu vergeben. Es ist ja Dresden nicht nur der einzigste Bewerber, nicht den Eindruck erwecken, dass wir hier irgendwie wackeln sollten. Das ist eine ganz, ganz schlechte Voraussetzung für eine Jury oder für ein Gremium, das darüber befinden wird. Und natürlich kann man sich streiten, ob ein Skiweltcup am Elbufer jetzt umweltpolitisch in das Feld hineinpasst, wo man sagt, naja, normalerweise ist es immer Flachland. Aber es wurde auch deutlich rausgearbeitet, der Skiweltcup ist Mittel zum Zweck. Es geht hier darum, und deswegen verwundert es mich auch ein bisschen, Dresden in einem anderen Licht zu präsentieren, was viele von uns berechtigt kritisieren, dass das derzeit weltweit nicht so läuft, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und da vergessen wir aus meiner Sicht so ein bisschen das große Ganze, um das es geht. Wir tun uns hier, 300.000 Euro ist sicherlich viel Geld, aber nicht so viel Geld, dass wir uns hier wie die Kesselflicker drum streiten, ob nur die Vorlage der Verwaltung zuerst da sein soll oder ob möglicherweise der Stadtrat zuerst den Impuls gibt. Stichwort Wober wurde auch schon benannt, hat Rot-Rot-Grün den Impuls gegeben. Da wurde auch nie gewartet, bis man ein Konzept der Stadtverwaltung auf dem Tisch liegt. Sondern es wurde natürlich beschlossen und auch schon Geld beschlossen im Haushalt, schon im letzten und in diesem Haushalt wieder, ohne dass ein Konzept auf dem Tisch liegt oder beschlossen ist. Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, dass wir mit gleichen Maßstäben hier das Ganze behandeln. Und deswegen werben wir weiterhin, dass wir heute diese 300.000 vorreservieren. Und um das ganz konkret zu machen, beantragen wir als CDU-Fraktion als erstes den Ausschussbericht abstimmen zu lassen. Falls das keine Mehrheit bekommen sollte, beantragen wir die Aufnahme in den Ersetzungsantrag von Rot-Rot-Grün, die 300.000 für das Sportevent bzw. die Mittelfreigabe für die DMG. Falls das wiederum keine Mehrheit finden würde, beantragen wir, ich sage jetzt mal mit meinen Worten, das Mindeste, was wir jetzt noch machen können, um den Skiweltcup hier nach Dresden holen zu können. Und zwar in dem Absatz, wo derzeit formuliert wurde, dass der Stadtrat diese Bestrebung zur Kenntnis nimmt, dass wir das verändern, der Stadtrat unterstützt die Bestrebung. Ich denke, das ist das Mindeste, was wir machen sollten, um dort ein Signal zu geben, dass wir zwar vielleicht noch nicht abschließend entschieden sind, aber auf jeden Fall das eine sinnvolle und durchaus erwägenswerte Möglichkeit sehen, hier Dresden in einem anderen Licht präsentieren zu können, als es bisher ist. Also das schon mal als Antrag. Und Herr Dr. Lames, ich würde Sie schon noch mal eindringlich darum bitten, wir können Sie hier nicht verpflichten zu sprechen, aber ich würde Sie schon mal eindringlich darum bitten, was Ihre Position ist, was Sie dazu bewegt hat, auch mit dem Oberbürgermeister dankenswerterweise zu sprechen, dass heute in dieser Vorlage die 300.000 für den Skiweltcup auch mit drin sind. Weil das, denke ich, haben wir als Stadträte, können wir schon auch einfordern, dass man das von einem gewählten Bürgermeister aus unseren Reihen, wir haben sie auch mitgewählt, dass man das erfahren können. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, an dieser Stelle unterbreche ich die Stadtratssitzung. Alle Gäste sind auch schon seit einigen Minuten da. Und deswegen so gebührt es auch der Höflichkeit. Wir haben vor 18.30 Uhr das vereinbart und auch eingeladen, dass wir jetzt zur Empfang und der Teilnehmer der Paralympischen Spiele in Rio de Janeiro 2016 und der feierlichen Unterzeichnung der Stipendien für die Olympioliken übergehen. Die Kollegen dürfen gerne, wenn sie wollen, hinten auch die Verwaltungssitze einnehmen. Und ich darf insbesondere unsere Gäste in den Raum bitten, sofern sie noch nie auf der Tribüne Platz genommen haben, beziehungsweise hier unten da sind.